Herr Hermann Friede, am 20. April 1945, wo haben Sie sich da befunden? Da war ich in einem Keller eines ehemaligen jüdischen Altersheims in Berlin in der großen Hamburger Straße, das seit längerer Zeit zuvor schon von der Gestapo konfisziert wurde oder die sich dort eingenistet hatten. In einem Verlies, das ich in der Form vorher noch nie erlebt habe. Das war also wirklich tiefstes Mittelalter. Man hat mich dort hingebracht. Ich war zuvor im Gefängnis des Polizeipräsidiums am Alexanderplatz und man hat mich am 18. vom Alexanderplatz gefesselt mit den Händen auf den Rücken gefesselt, eskortiert von Polizeibeamten in dieses Loch eingesperrt. Es war sehr dunkel, konnte ich überhaupt nichts sehen. Ich musste mich allmählich an die Dunkelheit gewöhnen und habe dann festgestellt, dass noch mehrere Menschen in diesem Keller waren. Allmählich durch die Holzlatten fiel ein bisschen Licht von irgendeiner Lampe an irgendeinem Ende des Flurs in den Raum rein. Und ich konnte sehen, dass die anderen Menschen, die da drin waren, es waren vielleicht sechs, sieben Männer, die saßen alle vornübergebeugt, weil sie an Händen mit breiten, schweren Eisenringen gefesselt waren. Dieselben Eisenringe waren an den Füßen und zwischen diesen beiden Eisenringen waren Ketten angebracht, die aber so kurz waren, dass die Menschen nicht aufrecht sitzen konnten. Sie mussten also in einer ganz unglücklichen, gebückten Lage da sitzen.